Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um die Modulatoren XY oder XY, Vektor 4 und Vektor 8. Was das ist und wofür ihr das benutzen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar seht ihr hier unten den XY-Modulator. Das ist, kennt ihr vielleicht von so einem Joystick auf einem Keyboard oder von so einem Touchpad, wo diverse Filter zum Beispiel zugeordnet sind. Und genau das kann man auch mit dem XY-Modulator machen. Das heißt, man hat hier diesen Punkt, der eben als Joystick oder als Touchpad an manchen Geräten dran ist. Und den kann man nun natürlich diversen Knöpfen zuordnen. Ich habe hier bei dem Polysynth, habe ich das jetzt einfach mal dem Filter und der Resonanz zugeordnet. Das heißt, wenn ich hier den Knopf hin und her schiebe, dann sieht man schön, wie sich die Werte hier ändern. So, bevor ich an der Stelle weitermache, ich habe hier unten drunter den Vektor 4 und den Vektor 8 einfach nochmal eingeblendet. Im Prinzip machen diese Modulatoren alles das gleiche, nur komplexer. Das heißt, während ich hier mit dem XY-Modulator eben zwei verschiedene Werte oder zwei Vektoren, sage ich jetzt mal, eigentlich müsste es Vektor 2 heißen, zwei Vektoren steuern kann, kann ich eben mit Vektor 4 vier Vektoren, also Richtungen, oder mit Vektor 8 acht Richtungen, beziehungsweise das sind dann keine Richtungen mehr, sondern Koordinaten vielleicht. Das ist vielleicht das bessere Ausdruck. Fällt mir ein bisschen schwierig, weil mir persönlich fällt der Anwendungsfall bei Vektor 8 extrem schwierig. Das ist schon bei Vektor 4 ganz schwierig, irgendwie, dass ich das irgendwie gebrauchen könnte. Sicherlich ist das gedacht für Live-Performances, also wo man verschiedene Variablen zur gleichen Zeit in verschiedenen Kombinationen miteinander oder zueinander verändern möchte, was man natürlich so in einer in so einem Produktionsschritt einfach so schön hintereinander machen könnte, dass man die so hindreht, wie man das haben will, oder durch Automationen das so hinkriegt, wie man das haben will. Und ja, also so die Anwendung dahinter ist, glaube ich, eher so live, glaube ich auf jeden Fall. Ist auch relativ schwer, mal was zu finden, wo man sagen kann, hey, das ist genau der Anwendungsfall, wo ich den sonst noch brauchen könnte. Aber ich habe mich jetzt mal bemüht, da mal so ein paar Beispiele zusammenzubringen. Ich habe einfach hier zwei Akkorde hingebastelt und einen Arpeggiator dazu, damit da irgendwas passiert. Und jetzt gehen wir einfach mal los mit dem XY oder XY Modulator, und ich lasse den jetzt einfach hier mal laufen und schiebe jetzt einfach mal den Punkt hier hin und her, und den Effekt kennt ihr ja sicherlich, Filter und Resonanz. Eine Sache hatte ich noch vergessen zu erwähnen, und zwar habe ich nicht nur Filter und Resonanz da dran, ich habe auch noch von dem Arpeggiator das Gate verändert. Das heißt also, wie lang eine Note spielt. Kurz ist auf der linken Seite, und je weiter nach rechts ich gehe, wird die Note länger. Okay, also ich denke mal, der Effekt dürfte wohl ziemlich klar sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Vektor 4. Und auf dem Vektor 4 seht ihr hier auf der linken Seite, was ich da verändert habe. Das heißt, sieht man das, wenn man hier drüber geht? Nee, leider nicht. Das wäre jetzt noch schön gewesen, wenn man das sieht. Ah doch, so sehen wir es. Okay. Hier habe ich bei dem
Gehen wir einfach hier bei denen lang. So, bei dem unten links habe ich verändert die Frequenz und natürlich wieder das Gate von dem Arpeggiator. Das heißt, wenn ich den jetzt hier ganz runter packe, höre ich nur so ein ganz leichtes Fumpfen. Und hier oben habe ich dann die Unison-Verstimmung ziemlich heftig verstimmt, damit man da auch was hört. Wenn ich hier nach rechts gehe, in den rechten Bereich, dann habe ich den Pitch nicht verändert, warum auch immer nicht. Aber ich habe ihn, verändern wir den jetzt einfach mal. So, den Pitch verändert und die Glide Time. Das heißt, der Ton schwingt dann quasi von einer Note zur nächsten etwas langsamer und springt nicht automatisch. Also er schwingt mehr. Das heißt, ich kann so zwischen den Effekten einfach hin und her morphen. Und oben rechts habe ich dann einfach nochmal die Sync-Time oder den Sync verändert, die Sync-Time. So, also wie ihr seht, so für spontan kann man machen. Also wenn man jetzt irgendwelche Effekte da zusammenbaut, also Soundeffekte oder was auch immer, klar kann man das dann in so einer Produktionsumgebung machen. Ja, also das ist schon relativ komplex, so ein Vektor 4. Und der Vektor 8, der wird nicht einfacher dadurch. Also ich habe beim Vektor 8... habe ich dann das alles einfach mal verändert, weil mir echt nichts mehr eingefallen ist. Also ich habe versucht, irgendwie Veränderungen darzustellen, wo es halt einfach nur ging, aber man hat hier halt einfach diese ganzen Knöpfe und den mittleren, der mittlere ist der hier. Ich spiele das einfach mal durch, ihr kriegt eine Idee davon. Und wenn jemand wirklich so eine Anwendung hat, wo er sagt, hey, das ist ultra geil, dass ich hier einen Vektor 4 oder einen Vektor 8 habe. Ich bin super interessiert, darüber mehr zu hören. Macht ein Video drüber oder schreibt es in den Kommentare. Schreibt mir, was ihr damit macht, weil das würde mich echt mal interessieren. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Fantasie geradezu. Ja, also wie gesagt, ich gehe nochmal zurück auf die Übersicht. Der XY-XY-Modulator, der Vektor 4 und der Vektor 8 kann man recht komplex eben miteinander verschalten, verdrahten, von einem Effekt in den anderen rein und voneinander abhängig machen und. Ja, interessante Sache. Und ich musste mir jetzt echt den Kopf zerbrechen, was ich hier irgendwie ändere und wie ich das zusammenschalte, damit das irgendwie auch hörbar ist, was man da macht. Aber bei mir ist wahrscheinlich eher selten anzutreffen, dass ich das jetzt benutze. Auf jeden Fall in dieser Masse, also dass ich jetzt so einen Vektor 8 vollständig benutze, eher weniger. XY oder XY auf jeden Fall.
Vektor 4 vielleicht eher schon noch, wenn ich irgendwie ein Stück habe und eine gewisse Effektveränderung oder Instrumentenveränderung da live einspielen möchte, weil ich es einfacher finde, statt das irgendwie hinzubiegen mit der Maus. Okay, ohne Frage. Aber wie gesagt, also mich würde es super interessieren, wenn irgendjemand da was findet oder was kennt oder selber anwendet, weil ich glaube, ich übersehe da einfach irgendwas. Okay, das war's an der Stelle schon. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.